wir stehen dahinter auf dem Marktplatz der Stadt Bretten, auf dem Sporgassenparkplatz, auf der passenderweise heute der Wochenmarkt stattfindet. Und wenn wir uns so die Auslagen um uns herum ansehen, dann im Anschluss vielleicht einen kleinen Spaziergang durch die naheliegenden Streuobstwiesen machen, dann wird uns schnell klar, was es mit der Wetterregel Peter und Paul hängen uns die Kirschen ins Maul auf sich hat. Die leckeren roten Kugeln sind zu dieser Zeit überreif, 2 Tage vor dem kirchlichen Hochfest zu Ehren der Apostel Petrus und Paulus, der am 29. Juni, also am kommenden Montag, in diesem Jahr begangen wird. Das Fest ist namensgebend für das Peter- und Paulfest in Bretten, das alljährlich 4-tägig auf dieses Hochfest folgt. Am kommenden Wochenende wäre es wieder so weit gewesen, wenn landesweite Verordnungen wegen Corona dem nicht einen Riegel vorgeschoben hätten. Ob das berühmte Feuerwerk des Papstes in Rom in diesem Jahr stattfindet, La Girandola, ich weiß es nicht, aber ich weiß ziemlich genau, dass das Feuerwerk in Bretten am kommenden Wochenende nicht stattfinden wird. Neben mir steht seit vielen Jahren auch dafür verantwortlich Gerhard Frank, ein Sprecher der Marketinggruppe der Vereinigung Altbrettheim, die das Peter- und Paulfest alljährlich ausrichtet. Ein Urgestein, wenn man so will, unseres Festes. Kein Brillantfeuerwerk über der Melanchthonstadt 2020. Was passiert mit den Raketen, Gerhard, die du eingelagert hast? Die Raketen sind sicher in den Bunkern unseres Feuerwerkers eingelagert. Wir werden sie 2021 verwenden. Sie sind auf jeden Fall bis dahin haltbar. Das diesjährige Feuerwerk im Rahmen unseres virtuellen Peter- und Paulfestes haben wir einem Bretner zu verdanken, dem Olaf Bürger. Er hat es aufgenommen, er hat es mit Ton unterlegt. Ich freue mich schon riesig drauf, das auf meinem Phone am Peter und Paul Samstag anschauen zu können. Und hier kam jetzt gerade angeradelt die Redakteurin der hiesigen Brettener Woche, Beatrice Drescher. Was machen Sie in diesem Jahr an Peter und Paul? Nun, an Peter und Paul bin ich natürlich trotzdem im Einsatz. Aber am Sonntag haben wir uns schon mit Freunden und Familie verabredet und werden den Fernseher in den Garten rausstellen, ein bisschen aufbauen, uns gewanden und dann in aller Ruhe ein bisschen reingucken ins Fest, ins Virtuelle. Bin ich ganz gespannt. Ich habe hier schon einen kleinen Einblick bekommen dürfen. Wird sicher toll. Was machen Sie dieses Jahr an Peter und Paul? Wohl auch in meinem Buch weiterschreiben. Schwitzen, wenn die Hitze da ist, auf jeden Fall. Aber eigentlich ruhig. So ab und zu reinschauen in die Filmchen. Das heißt, Sie genießen es trotzdem? Genau. Auf welches Fest? Auf welches Fest gehen Sie? Ist doch ein Fest. Bitte? Ist doch ein Fest. Ja, aber es ist kein offizielles dieses Jahr. Okay, nicht offiziell. Und Sie feiern trotzdem ein bisschen? Trotzdem, genau. Vielleicht im kleinen Kreis. Vielen Dank. Ja. Was machen Sie an dem Wochenende, an dem Peter und Paul normalerweise stattfinden würde? Da feiern wir zum ersten Mal den Geburtstag von meiner Schwiegertochter. Ganz entspannt. Ganz entspannt gewandet, oder? Nö. Also ganz meine Schwiegertochter vielleicht, das weiß ich nicht, aber ich nicht. Aber überwiegend bleibt das Gewand in diesem Jahr im Schrank. Im Schrank, ja. Vielen Dank. Ja, gerne. Was machen Sie dieses Jahr zum Peter- und Paulfest, das nicht stattfindet? Nichts. Gar nichts? Nichts. Das Gewand bleibt im Schrank? Ich habe gar keins. Sie haben gar keins? Ich bin zwar mit meinem Mann immer gegangen, aber ohne Gewand, also. Dieses Jahr bleiben Sie zu Hause? Ja. Vielen Dank. Bitteschön. Wiederschauen. Widerstand. Was machst du denn dieses Jahr an Peter und Paul? Ziehst du trotzdem dein Gewand an? Ja. Ja? Und feier dir privat ein bisschen vielleicht mit der Familie im Garten? Ja. Das macht ihr also. Ganz kleines Peter und Paul Fest. Und nächstes Jahr, wenn es wieder stattfindet, kommt ihr dann? Ja. Wunderbar. Vielen Dank. Was macht ihr dieses Jahr an Peter und Paul? Mit den Kindern nichts anderes wie sonst. Gucke, dass wir den Tag rumkriegen und viel planschen. Gewandert? Werdet ihr euch ins Gewand schmeißen? Achso, ja. Also es ist geplant, dass wir mit meiner Cousine uns tatsächlich zum gewandeten Gartenfest treffen. Mit Abstand und dem gebotenen? Ja, 10 Leute und nicht mehr. Freust du dich auf Peter und Paul? Ja? Mhm. Und du ziehst dein Gewand natürlich auch an, oder? Weil ich werde, gell? Und nächstes Jahr bist du beim Festumzug wieder dabei. Okay? Wenn man so will. Was machen Sie dieses Jahr an Peter und Paul? Naja, ich feiere Peter und Paul. Auch wenn das Fest drumherum
nicht sein kann, was natürlich sehr, sehr schade ist, weil ich selber immer ganz mit dabei bin, auch bei den Handwerkern, aber auch so auf dem Fest einfach bei den Leuten präsent bin, feiern wir Peter und Paul. So ist das unser, so fällt das Fest eigentlich nicht aus, natürlich nicht in dem Maße, nächstes Jahr wieder. Wird es Ihnen fehlen? Ja, ja. Sie sind ja, zuversichtlich, ja, für 2021? Ja, ja, nächstes Jahr umso besser, schöner. Nicht, wird Ihnen das Fest fehlen? Ja, mit Sicherheit. Nächstes Jahr wieder dabei? Ja, klar. Selbstverständlich. Auch beim Festumzug? Auf immer. Alle Fälle, immer. Wir freuen uns. Jubel. Ja, Jubel. Jubel. Ciao. Wir machen nichts organisiert. Steht jedem frei, was er tut. Ob er das Gewand anzieht, so werde ich es auch tun. Und ein bisschen aufs Fest gehen. Was auch immer das Fest bedeutet dieses Jahr. Sie haben gehört, dass das Peter- und Paul-Fest in diesem Jahr zumindest virtuell ein bisschen stattfindet. Werden Sie mal reingucken. Schauen Sie mal bei YouTube, Facebook oder Instagram vorbei. Ja, selbstverständlich. Was machen Sie dieses Jahr an Peter und Paul? Sind Sie regelmäßige Festgänger? Also wir wohnen seit 5 Jahren in Bretten und seither haben wir immer versucht, zu Peter und Paul zu gehen, weil das ein schönes Fest ist. Es ist uns nicht immer gelungen, aber vorletztes Jahr waren wir da. Dieses Jahr werden wir alternativ irgendeinen Balkon oder anderweitige Augen. Kein Geheimnis, Peter- und Paul-Fest findet in diesem Jahr nicht statt. Ja. Was machen Sie dieses Jahr an Peter und Paul? Also dieses Jahr an Peter und Paul haben wir ganz normale Öffnungszeiten wie sonst der Rest vom Jahr. Ansonsten haben wir immer verkürzte Öffnungszeiten, weil bei uns ja weniger los ist. Aber wir werden das Fest ganz arg vermissen. Was machen Sie dieses Jahr an Peter und Paul? Ja, ein bisschen traurig sein, ne? Verfolgung auf YouTube, den Peter und Paul-Kanal verfolgen, dass wir ein bisschen dabei sein können, ne? Auch wenn das nicht aktuell stattfindet. Und ansonsten warten wir und freuen wir uns auf das nächste Jahr. Achim Hoff, das ist einer unserer Brettener Innenausstatter, wenn man so will. Wird er sich außen ausstatten mit einem Gewand? In diesem Jahr nicht, aber ich freue mich umso mehr auf das nächste Jahr. Vielen Dank. Ja, hallo. Ich werde Peter und Paul auf YouTube verfolgen. Mit Sicherheit alles, was möglich ist. Wir haben eine Einladung in Ringlingen, unserer alten Heimat. Und da werden wir uns im Gewand treffen, nur zu sechst. Mir wird dieses Jahr die vielen Begegnungen mit den Menschen hier fehlen. Die vielen guten Gespräche und ja, alles, was sonst an Peter und Paul Spaß macht. Okay? Hallo. Wir stehen jetzt vor der Brettener Hutschmiede und neben mir steht die Inhaberin, auch ein Peter und Paul Tier, Bettina Laboranowitz. Was machst du dieses Jahr an Peter und Paul? Also ich werde auf jeden Fall von Donnerstag an gewandet in meinem Laden da sein, werde meine Kunden im Gewand empfangen. Habe jetzt eine Kooperation noch gemacht mit der Zuckerbäckerei Rothenberger, die eigentlich immer auf dem Fest anwesend ist. Die schickt mir am Montag ein Care-Paket und dann wird es auch Süßwaren geben, die es sonst normalerweise nur an Peter und Paul gibt. Gebrannte Mandeln und Cashewkerne und Erdnüsse. Du weißt ja, dass wir in diesem Jahr die Schlacht virtuell schlagen. Ja. Wirst du dabei sein bei YouTube, Instagram und Facebook, ab und zu mal reinschauen? Und ja, natürlich, auf jeden Fall. Also das WLAN-Kabel ist schon besorgt. Und der Fernseher auch für den Garten und wir werden uns das auf jeden Fall angucken, was da alles für Schätzchen ausgegraben wurden und die man dann auch angucken kann. Ja. Da sitzt jetzt vor uns mitten auf dem Marktplatz der Seifensieder und Peter und Paul aktive Martin Rothfuss. Was machst du dieses Jahr an Peter und Paul? Das ist eine gute Frage. Also eben vorgenommen, mit dem Gewand an irgendeinem Tag hierher zu gehen, daher zu sitzen und irgendetwas zu trinken. Ohne große Menschenansammlung, mit Maske und gegebenenfalls der entsprechende Abstand einzuhalten. Am Samstag werden wir uns treffen bei irgendeinem Mitglied und werden ein bisschen grillen. Auch mit dem entsprechenden Abstand und mit Mundschutz. Das ist mein virtuelles Fest. Wirst du das virtuelle Fest auch verfolgen? Auf Facebook, ja, klar. Auf Instagram und auf YouTube ganz neu? Ja, klar. Also ich bin auf jeden Fall regelmäßiger Peter- und Paul-Gänger. Was ich dieses Jahr mache, das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich erst mal am Freitag trauern
und hoffen, dass sich irgendwas ergibt. Ins Gewand schmeißen werde ich mich auf jeden Fall. Das liegt bereits bei mir im Wohnzimmer parat und hoffe, ja, dass hier was geht. Und ich werde versuchen, so oft wie möglich auch virtuell dabei zu sein, was ich eine wirklich sehr gute Idee finde. Aber ganz klar ist die Trauer überwiegt, dass man nicht physisch anwesend sein kann, zumindest nicht im üblichen Rahmen. Der Stadtrat und Inhaber des alten Rathauses mitten auf dem Marktplatz. Dieses Jahr kein Peter- und Paul-Fest. Was machst du am Nicht-Peter- und Paul-Fest? Auf jeden Fall werde ich die Woche davor mal relativ entspannt angehen lassen können. Und wir werden auf jeden Fall unsere Gewänder aus den Schränken trotzdem ziehen und werden auch übers Fest laufen und oder nicht vorhandene Fest laufen und arbeiten halt. Du weißt, dass wir das Fest in diesem Jahr virtuell schlagen sozusagen, oder auch virtuell schlagen. Wirst du das verfolgen auf YouTube? Also ich wäre bei uns statt Fußball-Bundesliga, kommt dann auf jeden Fall Peter und Paul auf dem Fernseher im Geschäft.